Hallo Leute, hier sind wieder Mephisto 2051. Maruna MC. Und Shadow TSS. Und wir sind wieder auf dem Skyblock Factory Server. Genau, willkommen zum nächsten Let's Play. Und ja, viel Spaß beim Zugucken. Ich lass Maruna ein bisschen Magie-Dings machen und baue mir in der Zeit meine Flux-Rüstung. Genau, ich werde mein Towncraft weitermachen und dann schauen wir mal. Und ich werde eine neue Farm bauen von Magical Crops, die ich schon angefangen habe. Ich hatte mir schon etwas breit gesetzt, breit gecraftet, damit das jetzt schneller vonstatten geht. Und beginne mal damit. Wie ihr seht, habe ich schon alles hergestellt, was ich brauche. Haben wir irgendwie noch Inder übrig irgendwo? In der Goldkiste, in der Eisenkiste beim Aloysmelter müsste welche sein. Okay. Und ich habe zu wenig hergestellt. Nein! Na na na. Und dann sehen die Leute. Jetzt mal wieder gleichzeitig geredet. Was hast du gesagt? Musste halt mehr machen. Ja, shit happens. Oh. Da ist nichts drin. Stellen wir einfach wieder welches. Dann her. Gibt's vielleicht keinen mehr. Ja. Ich hatte einfach zu wenige Diamanten. Drei Rüstungsteile. Das heißt, 6 Diamanten brauche ich noch. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt sehr ruhig sind, nachdem du wolltest, dass wir uns nicht zu sehr ins Wort fallen. Nein, nein, das ich glaube nicht, weil jeder erzählt ja trotzdem. Also für die Zuschauer kurz, wir spielen gerade haben gerade TS Teamspeak am Laufen mit Push to Talk, um einfach mal zu testen, ob das besser ist von der Kommunikation her. Und ich denke, es passt trotzdem, weil jeder erzählt ja trotzdem was in seinem Let's Play und gemeinsame Anteile werden dann auch zusammen gesprochen oder so. Ich weiß immer noch nicht, wie du das trennen möchtest. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Nein, während ich euch nicht höre, erzähle ich ja trotzdem einiges an Zeug. Das hört ihr natürlich nicht. Aber die Zuschauer hören ja trotzdem, wenn ihr eure Taste drückt und mit mir schwitzt. Da kannst du ja auch. Ich habe keine Ahnung, wie du das unterscheiden kannst. Also meine Zuschauer hören alles, was von allen gesagt wird, immer. Nein, wenn ich meine Taste nicht drücke, wird doch bei mir gar nichts gesendet. Hat er recht. Ah, jetzt habe ich es gerafft. Oh, ich stehe auf dem Schlauch, wie sonst was. Ja, und wenn ich jetzt die Taste drücke, dann hörst du mich auch. Aber jetzt lasse ich los und schwätze weiter und dann hörst du mich nicht mehr. Ah, ja, natürlich. Ach, meine Güte. Ja, ich habe nichts gesagt. Ich hätte auch zu viel hergestellt, statt zu wenig. Ich habe die Dinger irgendwo in der Kiste liegen lassen. Ja,
So, ich mache den Charger einfach mal hier hin und sollte jetzt aufgeladen werden. Hubala. Da war gerade einer der. Wieso das No-Name-Männchen aussah. Guten Morgen! So, bitte sehr. Ich habe euch noch ein paar Diamantsachen hinterlassen. Ey! Gerade lässt sich viele Gegner. Ich finde es trotzdem sehr ruhig in dieser Aufnahme. Das wird, wenn du die Folge nachher anguckst, glaube ich das nicht. Also bei mir nicht, weil ich erzähle ja trotzdem Zeug. Ja, ich muss das mit der Taste besser konfigurieren. Am besten für die nächste Folge. Die Anzeige ist gut. Ich habe doch links bestimmt auch die Rüstungsanzeige. Ja, auf der linken Seite, ja. Ich habe jetzt eine Energie mit Rüstung. Jetzt habe ich angeblich 400.000 Trefferpunkte übrig. Na, ist doch gut. Das stimmt aber nicht. Nekusto? Ja? War ganz blöd gefragt. Ja? Ich habe aber keine Energie. Du musst die Taste dauerhaft drücken, sonst funktioniert das nicht. Ja, ich habe gerade gemerkt. Ich habe es auf der Maustaste gelegt. Ich sag ja auch, ich muss das extra nochmal neu konfigurieren. Das wird sonst gar nichts. Nee, ich habe einen Harvester und einen Planter. Aber ich habe keine Energie. Da hinten. Langes Kabel will ich eigentlich legen, vermeiden. Wir müssten entweder hinten noch ein paar Solarzellen hinpappen oder. Können wir schon Tesserakte bauen? Nee, glaube ich nicht. Brauchst du Enderium? Ne, Enderium können wir doch machen. Wir haben doch. Irgendwie haben wir doch auch schon Enderperlen im Dings da eingeschmolzen. Smeltery. Shiny ist kein Problem, Zinn und Silber nicht, Resonant Ender Bucket eigentlich auch nicht. Eigentlich, ja, stimmt eigentlich. Oh, geil, ein Ender Lily Seed ist ziemlich viel wert, aber wir brauchen auf jeden Fall mal noch eine Ender Farm. Wir könnten ja auch, so eine, gibt's auch von Immerside Ender Cheering diese Oberleitungen. Und weiter? Wenn wir über. Also, wir haben ja diesen langen Tunnel. Nee, das will ich ja gerade vermeiden, dass die ganze Kacke durch den Tunnel geht. Ja, nicht durch den Tunnel, sondern über den Tunnel. Das ist egal, ob es durch den Tunnel oder über den Tunnel geht. Es soll nicht so eine lange Strecke zurücklegen, wo dann die ganze Zeit das Energie- und sonst was Netzwerk geladen werden muss vom Server. Ah, okay. Deswegen möchte ich grundsätzlich irgendwelche langen Dinger, die über Dutzende Chunks gehen, vermeiden. Da ist ein Creeper. Dann töte ihn. So. Gut, ich versuche einfach mal, ob ich schaffe, hier schnell noch zwei Tesserakte zu bauen. Und diese dann in Eimer zu füllen. Wäre zumindest cool. Irgendjemand knatscht mit seiner Taste. Kann sein, dass ich das gerade war. Brauchen 4 für 1.
Brauch gar nichts zu pumpen, Mist. Also das mit der Taste muss ich auf jeden Fall üben. Ich bin gerade komplett überfordert. Ich glaube, nee, ich auch nicht. Wo ist denn nochmal das Rotten Flash? In den Dingern unten. Varuna hat doch gemeint, wir haben da noch 64 Stacks. Ach so, im Haus, hier bei mir. Wir sehen, ich brauche jetzt halt Shiny, Silber und Zinn. Und Shiny ist Platin. Silber und Zinn. Jawohl. Dann male ich ein bisschen und mache daraus Blends und nachher mache ich es leichter. Wir haben ja einiges an Botania. Petals. Ja, die habe ich schon mal. Wisst ihr nochmal, wie man die Research Notes macht? Muss ich da irgendwas machen? Ich check das gerade nicht. Research Notes. Du meinst, wie diese mit Tinte und Dings anfängst, irgendwas zu erforschen? Genau, in dem Table rein. Aber muss ich da oben noch ein leeres Ding reinlegen oder steht da dann einfach? Es muss Papier rein und Tinte, Scribble Tools oder Scribbling Tools, wie die Dinger heißen. Ja, aber Papier kann ich da nicht reinlegen. Bin ich gerade beim falschen Tisch. Das Problem ist, die Tinte ist drin, aber ich kann keine. Ich dachte, man müsste eine Research Note erst machen und dann ist die fragwürdig, was das ist, und dann kommt es irgendwie. Sind es nicht diese Zettel? Ja, genau, aber wie kriege ich die? Wie gesagt, tut mir leid, wenn ich diese Folge wenig rede. Ich versuche das für die nächste zu verbessern. Und ich weiß, Varuna, ich weiß zu deiner Frage leider keine Antwort. Das ist schade. Ich muss gerade gucken, ich habe das auf einem anderen Server angefangen. Ich hatte eben Pyrotheum und finde es nicht mehr. Da. Macht man die nicht mit diesen Fragmenten? Ne, kannst du theoretisch auch machen, aber nicht unbedingt. Das muss ja auch ohne Fragmente gehen. Ich glaube, brauchst du als Fragment. Na, da musst du ja voll vieles Zeug sammeln. Das kann nicht sein. Diese Fragmente braucht man später. Die sind für wichtige Sachen, die du anders nicht kriegst. Wir können uns das gerne zwischen den Folgen mal angucken und dann für die nächste Folge dann besser vorbereiten. Hast du vielleicht gerade mal ein bisschen Papier? Wenn ich in der Kiste hier ist, haben wir kein Papier. Drei Blätter haben wir. Ansonsten musst du dir welches herstellen. So, ich gucke, ob ich diesen Frame hinkriege. Jawohl. Oh, sogar 4. Aua. Tut ja weh. Natürlich tut es weh, wenn man in den Dinger reinspringt. In den Kessel? Ist ja gekocht. Der kocht doch. Jetzt bin ich durch. So, dafür brauche ich jetzt doch die Maschinen. Meine Güte. So, gleich ins Deck genau reichen.
Wir sehen mit noch ein bisschen Silber und Bronze, wenn die Vorrat sind, sollten wir es dann hinbekommen. Silber ist da, Bronze könnte hässlich werden. Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Achso, ja. Ich habe immer noch nicht das Rotten Flash gefunden. Das müsste hier unten doch sein. Ah, hier sind nur zwei. Ja, dann geh mal drüben in das andere Haus. Dort hatten ja Varuna und ich schon mal die Fässer vorbereitet. Da, wo auch die Pedal drin sind, oder? Genau, irgendwo dort könnte... Ja, dreimal vorbeigelaufen und nicht gefunden. Aber jetzt hast du es. Ja, nein, vielleicht. Ein bisschen Rückmeldung wäre ganz nett. Drück deine Taste, Junge. Drück ich doch. Hörst du mich? Jetzt ja, aber du hast vorher nichts gesagt. Sehr komisch. Wie gesagt, es ist momentan noch ein bisschen seltsam. Ja. Also ich finde es alles gar nicht so schwer. Man muss einfach dran denken. Bis auf mal davon abgesehen, dass mein Towncraft überhaupt nicht funktioniert, weil ich zu doof bin. Du bist nicht. Ich mag kein Push-to-Talk, ich krieg das nie richtig hin. Ja, Multitasking, ja. Ja, das geht halt nicht. Ach, ich bleib gerade einfach die ganze Zeit auf der Taste gedrückt. So, wir haben das erste Tesserakt. Yay! Nennen es einfach mal langweiligerweise Energie. Und ich bring dir mal nach hinten das andere hin. Ich hatte uns ja einen kleinen Speedweg nach hinten gebaut. Der ist einfach nur fantastisch. Das geht ratzfatz. Mit Travel Anchors von Ender.io. Und schon ist man hinten, statt irgendeine Stunde zu laufen. Wo willst du die Energie hinhaben? Noch nirgendwo, schätze ich. Ja. Ich muss jetzt erstmal warten, bis ich genug Erde habe. Sehr schön. Warum legst Kann du das ganze sein? Feld aus? Das ist doch viel zu groß. Kann es sein, dass ich erst alle Dings da haben muss? Alle Aspekte? Glaube ich nicht. Bevor ich Research machen kann? Wäre nicht verkehrt. Aber Shadow, warum hast du alles ausgelegt? Wir wollten noch ein kleineres Feld machen, nur 25x25. Das sind schon 30x30. Ups. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Denk aber dran, die hinten losgehen zu lassen und hier vorne ein bisschen weniger zu machen. Wie hinten losgehen? Ja, dass das Feld bis hier hinten geht. Bis hinten vor den Steinen, wie es vorgesehen ist. Und hier vorne wieder wegzugraben. Ich stehe auf der Leitung. Moment, ich helfe dir. Oh, ja, ich bin verhungrig. Moment, ich muss was essen. Ich habe noch Fisch. Ich habe Kartoffeln, ist ganz okay. So, wir haben 30 mal 30, haben wir gesagt. Dann sind das 1, 2, 3, 4, 5... Diese Linie gedacht weiter. Was jetzt in dem großen Rechteck ist, das sollte bleiben. Und das sollten auch theoretisch 25 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und 22. Hä? Das stimmt gar nicht. Wir haben 32 in dem Chunk. 1, 2 weg, sind 30 Rest. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ich kann irgendwie nicht sinnvoll zählen. Ach, ja, hier sind ja noch die paar Felder. Ja. Hinten sind ja noch die paar Felder, die von dem Gang gelegt sind.
Den habe ich nicht berücksichtigt. Sorry, ich wollte jetzt eigentlich nicht runterwerfen, aber du hast ja unten komplett zu, oder? Ja. Gut. Okay, in der anderen Richtung passt. Heavy jetzt. Ja, du umfasst jetzt, machst jetzt den Rahmen nach dort und hier weiter. Alles, was in dem Rahmen drin ist, kann voller Erde sein und alles außen brauchst du nicht, keine Erde hinzumachen. Stein. Oder zum Beispiel Stein, ja. Oder irgendwo mal ein anderes Feld noch teilweise. Auf jeden Fall brauchen wir hier, wo ich jetzt stehe, erstmal noch keine Erde. Da war die Erde übrigens richtig. So, das klappt hier dann doch nochmal irgendwie. Feldbau mit Hindernissen. Ja. Ich hoffe, das mit dem Push-to-Talk klappt für die nächste Folge dann auch etwas besser, aber wir hatten schon angefangen und dann wollte Varuna das schnell nochmal ändern. Ja, sorry, das war ein Schnellschuss, aber ich denke, das wird schon ein bisschen besser sein, vor allem wenn wir dann zu dritt sind. Aber ja, die Folge ist auch schon wieder durch. Ja gut, wie gesagt, ich krieg da gerade irgendwie nicht alles auf die Reihe. Das kriegen wir bis zum nächsten Mal besser hin. Also ich mal mit dem Push-to-Talk. Dann haben wir hoffentlich auch das Feld fertig. Ja, hoffentlich. Schaufel habe ich leider keine. Deine Fabrikhalle voll fertig? Ja, da muss ich auch nochmal nachgucken nach der Fabrikhalle. Also für die ganzen Stäube und den ganzen Kram, da habe ich halt noch nichts gemacht. Aber da muss ich mir erst nochmal in Ruhe was überlegen, statt mir das jetzt in der Folge vom Ast zu brechen und danach nur Mist gebaut zu haben. Da will ich nicht einfach den Zuschauern irgendwelchen Quark vorbauen. Da hätte ich gerne ein bisschen Plan vorher. Ja, sonst reißt es ja wieder alles ab. So, Was macht ihr denn hier? Feld anlegen, das möglichst in den Chunks irgendwie steht, in der Chunkbegrenzung. So hast zwei Chunks, maximal großes Feld. Nach oben zu bauen wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Weil wir sind ja hier auf dem, das was du am Anfang mal gesagt hast, auf dem Null-Level. Das heißt, unten drunter könnten Mobs spawnen. Ja, das ist ja egal, die kommen ja nicht die Leiter hoch. Und da muss man ja nur einmal für die Versorgung hin und wir sehen sie ja auf der Karte. Außerdem kommen auch bei der Home-Basis irgendwelche Sondermobs. Wo ich schon in der Folge jetzt irgendwie mehrere gequatscht habe. So viele sind gar nicht mehr gekommen, finde ich. Wenn so lang es ausgerechnet ist, kommen wir sowieso nicht. Also wir bauen zum nächsten Mal auf jeden Fall die Farm dann fertig. Und dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Jawohl, vielen Dank. Ich hoffe, dass was mit dem Push-to-Talk nächstes Mal besser klappt. Also bei mir. Das wird schon. Coole Rüstung. Ja, das Schöne ist, die kann man auch noch sehr gut verzaubern. Und sie ist halt praktisch dann unzerstörbar, weil sie sich immer wieder auflädt. Gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo. Ciao, Leute. Ciao, Leute.